Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Heute Morgen, kurz nach 7 Uhr, die Nacht war sehr kalt. Vielleicht war es die bisher kälteste Nacht in diesem Jahr, jedenfalls da bei uns im Wald, stromerte die Ricke durch unsere Wiese. Die Hufe im frostweißen Gras blieb sie stehen, schaute zu uns, zu mir, zum Haus und an den Lauschern, an diesem kleinen Zucken vom Ansatz hinauf zu den Spitzen, bemerkte ich, dass sie mich gesehen hat hinter der Scheibe, nur 5 Meter von ihr entfernt. Für einen Augenblick blickte sie mich noch an, dann senkte sie ihr Haupt und äste weiter in der kalten Wiese. Es dauerte nur wenige Augenblicke, da querten auch ihre beiden Kälber am Bach entlang. Aber vor allem ihr kleiner Bock ist bereits so selbstständig, dass er ihr nur kurz hinterheräugte, um dann den Hang hinauf abzudrehen. Die kleine Kitzin blieb stehen, schaute zum Bruder, dann zur Mutter und entschied sich, ihr mehr zu vertrauen. Das schreibe ich nun auf, obwohl ich es gar nicht unbedingt aufschreiben wollte. Aber die Rehe üben auf mich einen Bann aus. Ich kann nicht aufhören, sie zu beobachten. Und sie haben Einfluss auf mich. Tatsächlich waren sie der Grund, dass ich heute Morgen, bevor ich zum Schreibtisch ging, als erstes nach draußen in den Garten gegangen bin. Die Rehe waren längst im Hang verschwunden, im Wald. Da wollte ich schauen, wie das ist, durch diese frostige Wiese zu gehen, wollte sehen, was der Frost gemacht hat mit dem Garten, den Hochbeeten und wie die Sonne den Boden nur sehr langsam wieder auftaut. Ich habe nicht die Schuhe ausgezogen, aber das mache ich bald einmal, sondern bin in Schuhen in der Wiese herumgegangen, habe ins angefrorene Gras gefasst, um mich noch einmal zu wundern, dass die Rehe das gerne essen. Aber ja, ich liebe ja auch Eis, liebe Kaltgetränke und so weiter. Ich bin schließlich bei den wilden Rosen angekommen und ich wünschte mir außerdem so einen Apfelbaum her, den ich gestern unterwegs in den Wiesen gesehen habe, ohne Blätter, aber noch dicht behängt mit kleinen, schnottrigen, roten Äpfeln, Leuchtkugeln am sonst struppigen, wilden Apfelbaum ohne Blätter, an denen sich die Vögel genauso erfreuen, wie sie das an den Hagebutten hier im Garten tun, die dicht hängen und nach der kalten Winternacht noch mehr leuchten als zuvor. Überhaupt stelle ich einmal mehr fest, dass sich meine Wahrnehmung für Jahreszeiten ändert, je mehr ich die Natur beobachte, dass ich diese marode Novemberschönheit vollkommen unterschätzt habe. Die Vielfalt der Braun- und Graufarben, die Zuspitzung der Strukturen der Blätter, der Äste, Zweige, der Formen, die Bröseligkeit der Sommerreste, ihre Porösheit, wie sie Blätter beim Trocknen aufbiegen, kräuseln und wie sich ihre matten Farben übereinander legen und dadurch zu leuchten beginnen. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.